So, wir haben 39 km. Angemessen. Angemessenes Konzert. Das ist so unendlich nicht diesem Moment würdig. 1000 Kilometer her, kleiner schwarzer Hund. Was halten Sie denn jetzt von diesem Gefährt? Nein, der soll nicht aussteigen. Der soll aber doch nicht aussteigen. Einen wunderschönen guten Morgen aus Barendrecht. Wir befinden uns hier noch immer an der Alten Maas, die ein Ausläufer des Rheins ist. Also der Rhein war, das war früher mal der Rhein. Also sind wir praktisch schon an dem Fluss, den wir jetzt auch weiter folgen wollen. Ich habe jetzt gerade auch schon mal ein bisschen Plan gemacht, wie es weitergeht. Ich hatte eigentlich die Route nur bis Amsterdam sehr genau geplant und im Innenbereich von Holland nicht. Und ich denke, wir werden uns jetzt mal hier an der Alten Maas vorarbeiten heute, bis sie dann irgendwann der Rhein wird. Ja, es gibt ein bisschen technische Probleme. Ich habe meinen Fahrradakku ja gestern um 10 Sekunden vor 17 Uhr, also 10 Sekunden vor Ladenschluss quasi noch in der Rezeption abgeben können, damit er schön über Nacht geladen wird. Ja, leider hat er überhaupt nicht geladen. Da muss irgendwie ein Wackelkontakt im Kabel sein, das muss ich mir mal angucken. Der ist jetzt am Ladegerät, ich kontrolliere das jetzt auch alle halbe Stunde, dass der auch wirklich lädt und das tut er auch. Und naja, so in ein, zwei Stunden sind wir dann wahrscheinlich wieder startklar. Viele Kilometer werden wir heute eh nicht machen, wahrscheinlich nur bis zum nächsten Ort und dann mal gucken, was es da so an Campingplätzen gibt. Ja, hier gibt es jetzt gleich Kaffee. Da drinnen ist schon das Homeoffice wieder aufgebaut, da arbeite ich noch ein bisschen. Ja, dann packen wir gleich langsam zusammen. Wetter ist übrigens heute wieder sehr schön, bleibt jetzt auch so. Wird jetzt die nächsten zwei, drei Tage sogar wieder besser. Ich glaube zum Wochenende hin sogar wieder 30 Grad. Muss gar nicht, 25 reichen voll. Ja, jetzt gibt es Kaffee. Und wird gearbeitet. Es geht jetzt wieder unter dem Fluss, über den wir gerade rübergefahren sind, drunter her. Tunnel hatten wir auch noch nicht. Mal gucken, was die Geschwindigkeit zulässt. Der Asphalt ist ganz gut. Ich lass mal rollen. Ah, viel zu schnell. Ah, das ist viel zu schnell. Ah, ich hab Angst. Nein, das ist nicht gut. Ich muss bremsen, ich muss bremsen, ich muss bremsen. Alter, über 30 ist schon echt nicht geil. Oh, noch ein bisschen rollen lassen. 32, ja, 33, ja, Angst. Ich habe Angst. Nein, da kommt jemand auf mich zu. So, wir haben 39 km. Fuck. 40. Ach du Scheiße, das ist viel zu schnell. Das mache ich nicht normal.
Oh mein Gott. Alter Schwede. Gerade ganz kurz das Gefühl gehabt, dass alles umfällt. So, und schon sind wir wieder bei 20. Uiuiuiui. Gut, Adrenalin für heute erledigt. Ein Frauto, halb Fahrrad, halb Auto. Deswegen darf es auch auf dem Fahrradweg fahren. Der folgende Knotenpunkt ist 47. Unfall. Wir haben hier jemanden überfahren. Oh, ist noch ganz. Panzerglas, oh, ist nicht mehr ganz, ganz. Aber ich habe Panzerglas drauf. Das ist jetzt aber kaputt. Judy, schade. Schade. Machen wir drauf. Wir befinden uns jetzt im Hafen von Dordrecht. Gucken mal, wie es dem da hinten geht. Geht es Ihnen gut? Sehr zufrieden? Ja? Wir stehen außerdem kurz vor einem riesigen Meilenstein, denn der Kilometerzähler zeigt hier, kann man es erkennen, Trip 999,4. Wir sind jetzt also kurz davor, den tausendsten, oder wir sind auf unserem tausendsten Kilometer. Den fahre ich jetzt mal mit euch zusammen. Ich erzähle mal ein bisschen was, resümiere ein bisschen. Mal gucken, dass wir uns dabei nicht auf die Nase legen. I try my best. Also noch 600 Meter to go. Wann ist es losgegangen? Vor 2,5 Wochen. Heute ist Freitag. Ich bin vor 2 Wochen Montag losgefahren. Macht das Sinn? Ich glaube ja. 500 Meter noch. Oh mein Gott, ich kriege Gänsehaut. Also tatsächlich, gut, ich zelebriere jetzt den Kilometer. Aber ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wie sich der Tausendste wohl anfühlt. Ob der sich so anfühlt wie der 900. oder wie der Erste oder wie der Fünfte. Zugeben, die allerersten Kilometer waren nicht so geil. Gerade so losgefahren aus Bremen, aus der Stadt raus, meine Güte. Das war ein Theater. Schraubi verloren, der Müllwagen kommt, nimmt sie einfach mit. Aber es wurde immer geiler mit jedem Kilometer, den ich gefahren bin. Und schon der allererste Tag, die Fahrt Richtung Norden, Hamm und weiter, war unendlich dankbar, coole Leute getroffen und tolle Begegnungen, tolle Orte, viele Natur verbracht. Ja, ich bin insgesamt, kann man auch wirklich sagen, mega, 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 mega zufrieden, wie es gelaufen ist. Mega dankbar, dass das so gelaufen ist, auch dankbar meinem Hirn, dass ich das so ausgedacht hat, so einen Quatsch mal zu machen. Ich kann auch jedem raten, der Lust hat, sowas Ähnliches mal zu machen und von sowas mal träumt oder so. Ich bin jetzt vielen begegnet, die sagen, oh, ich würde sowas so gerne auch mal machen. Ich meine, bei mir war auch der einzige Trick, dass ich das jetzt mache, dass ich es halt einfach gemacht habe. Und natürlich kann sich das nicht jeder für unendlich viel Zeit, 4 Wochen, 6 Wochen, 7 Wochen, wie auch immer. Aber bei mir war es halt auch so, schon die ersten Tage haben richtig, richtig Bock gemacht und waren halt mega mäßig dankbar. So, mal gucken, dass wir nicht überfahren werden beim Film. Mal durch. Oh, oh. Ja, wir erreichen hier einen riesen krassen Palast. 999,9. Ich versuche es mal hier einzufangen. 999,9. Diese Szenerie dazu. Fehlt nur noch, dass das Glockenturm irgendwelche Geräusche macht. Könntest du bitte Geräusche machen? Ach, das fällt auf im Video. Nein, ich bin hier eben schon mal da gefahren, da hat er Geräusche gemacht. Das darf jetzt gerne reingeschnitten werden. Aber man wird es ja an der Uhr erkennen, dass das Fake ist. Angemessen. Angemessenes Konzert. Fehlen noch so ein paar weiße Tauben, die jetzt aufsteigen, die so lang flattern. Und wir faken hier ja nicht. Wir faken hier ja nicht. Ich schwöre auch, dass ich nicht einfach die ganze Nacht an dem Fahrradpedalen gedreht habe, dass hier 1000 steht. Oh, das ist traurig. Das ist das Traurigste, was ich hier erlebt habe. Er ist einfach auf Null rübergesprungen. Das ist so unendlich nicht diesem Moment würdig. Das Ding kann nicht mal bis 1000 zählen.
Das ist eine Frechheit. Das ist die pure Frechheit. Jetzt weiß ich, warum ich ein neues Fahrrad will. Also, 1000 Kilometer mit dem Rad, jetzt will ich ein neues, weil es nicht mal bis 1000 zählen kann. Das ist ja nicht euer Ernst, oder? Bin empört. Ich bin komplett empört. Oh, interviewen wir mal noch hier unseren Interviewkollegen. 1000 Kilometer, Herr kleiner schwarzer Hund. Was halten Sie denn jetzt von diesem Gefährt im Allgemeinen und ganz speziell von diesem besonderen Moment, den wir gerade zusammen bestritten haben? Ach so, das ist aber eine sehr, sehr ausführliche Aussage, lieber kleiner Hund. Möchtest du mal aussteigen hier? Hier ist aber gerade Stadt. Kann das Ding nicht bis 1000 zählen? Das hat den Moment komplett ruiniert. Springt einfach auf Null um. Es ist einfach auf Null umgesprungen. Das ist so, als wäre ich noch gar nicht losgefahren. Also bitte, ich bin ja Programmierer, ne? Erstens, das Display, das wird auch 4 Stellen anzeigen können, da bin ich mir total sicher. Und wenn nicht, wäre es kein großer Auftrag. Und softwareseitig, ne? Dass das bis 1000 oder vielleicht sogar bis 2000 zählen könnte, ne? Sowas können wir heutzutage schon. Firma Fischer, falls ihr noch Sponsor werden wollt, gebt mir eins, was bis 1000 zählen kann oder darüber hinaus. Und schickt es mir einfach. Oder verbessert das bitte. Kann doch nicht wahr sein. Das macht doch den ganze... Nein, ich freue mich trotzdem. Ist so, alles toll. Ja, 1000 Kilometer. Oder wie mein Fahrrad sagt, null. Freches Fahrrad. Ja, toll, trotzdem. Das wird gefeiert. Der Ort hier lädt, glaube ich, dazu ein, hier ein bisschen zu bleiben. Das werde ich tun. Ja, dann geht's jetzt auf den Campingplatz. Ach so. Hallo, so sehe ich ohne Sonnenbrille aus und bis bald. Nein, der soll nicht aussteigen. Der soll aber doch nicht aussteigen. Ne? Schwerkraft und so. Ja. Wir sind jetzt gerade auf dem Campingplatz angekommen und haben uns auch schon aufgebaut. Ich will euch jetzt mal ganz kurz zeigen, wovon wir hier sprechen. Ja, zeige euch mal den Zeltplatz. Und zwar befindet sich der Zeltplatz 1 bis 6 oder 5 oder was auch immer, befindet sich da. Also ist ja ganz schön, ne? Da hinter der Hecke ist dann der normale Campingplatz. Und der Zeltplatz T9, den ich habe, der befindet sich ungefähr da. Und der fängt einfach hier an. Das hier alles ist quasi mein Platz. Ja, das ist ziemlich komfortabel. Ich habe hier tatsächlich sogar richtig Sonne tagsüber und morgens werde ich Schatten von da haben. Und ja, du kannst essen, klar. Sicher. Ja, und hier haben wir uns auch schon ein bisschen aufgebaut mit Stuhl. Das Willkommensbier ist auch schon getrunken. Es dient jetzt als Aschenbecher. Ja, also ganz ehrlich, ich werde jetzt gleich zur Rezeption gehen. Und Tag 2 schon mal bezahlen, weil da brauchen wir überhaupt gar nicht drüber reden. Das ist perfekt. Ich kann hier ausschlafen. Das heißt, ich kann heute Abend noch ein bisschen ausgehen. Vielleicht auch mal 2 Bier trinken oder sogar 3. Und werde dann morgen hier einen ganz gemütlichen Tag machen. Werde hier mal mein ganzes Packkonzept nochmal überarbeiten. Weil das ist alles, alles immer das, was ich brauche, ist immer unten. Es ist einfach so. Keine Ahnung warum. Ist wahrscheinlich so ein Naturgesetz. Ja. Damit würde ich sagen, werden wir jetzt gleich den Rucksack packen und dann mal zu Fuß in die Stadt gehen. Sind so 5 Kilometer, aber schön am Wasser lang. Ja, dann lassen wir es uns da schön gut gehen. Ja,